Auf Inlineskates durch die Gegend fahren. Für Petra Zürn aus Wasserburg bei Lindau ist das heute kein Problem mehr. Noch vor ein paar Monaten wäre das allerdings undenkbar gewesen. Schon Kleinigkeiten wie Schuhe anziehen. Für die 36-Jährige damals nicht nur eine äußerst schmerzhafte, sondern vor allem auch umständliche Prozedur. Beim Skifahren vor rund einem Jahr zieht sie sich eine Stauchung zu. Erst der Anfang einer langen Leidensgeschichte. Erst habe ich eigentlich gar nichts unternommen. Ich habe mit ganz normalen Rückenschmerzen eigentlich gerechnet, was dann eigentlich von Woche zu Woche schlechter geworden ist. Dann habe ich verschiedenste Schmerzmittel versucht, dann irgendwann Physiotherapie, Cortisoninfusionen. Eine Linderung ihrer Schmerzen erhält Petra Zürn erst an der Lindauer Asklepios-Klinik. Genauer gesagt nach einer Operation. Denn der Sturz ist der Auslöser für einen Bandscheibenvorfall. Dr. Stefan Werle ist Chefarzt in der Abteilung für Wirbelsäulenerkrankungen. Und egal ob konservativ oder operativ, ein Bandscheibenvorfall ist fast immer behandlungsbedürftig. Und zwar dann, wenn das Bandscheibengewebe irgendwelche neurologischen Strukturen beeinträchtigt, also entweder das Rückenmark im Bereich von Hals- und Brustwirbelsäule oder die Nervenwurzeln im Bereich der Lendenwirbelsäule, sodass entweder, und das ist in den meisten Fällen so, Beschwerden in Form von Schmerzen entstehen oder wenn das darüber hinausgeht, dann auch im weiteren Verlauf es durch Druck Schädigungen zu Störungen des Gefühls oder Störungen der Muskelfunktion kommen kann. Bei einem Bandscheibenvorfall kommt es zu einer Verlagerung oder dem Gewebeaustritt einer Bandscheibe in den Rückenmarkskanal. Aufgrund der Komplexität und Form der Wirbelsäule können ganz unterschiedliche Einflüsse zu Schädigungen führen. Mit der Schaffung der Abteilung für Wirbelsäulenerkrankungen deckt die Asklepios-Klinik das Spektrum der gesamten Wirbelsäulenchirurgie ab. Neben den nicht operativen, konservativen Verfahren wie zum Beispiel Physiotherapie liegt der Schwerpunkt bei der operativen Versorgung auf der Minimalinvasivität. Das heißt, dass man auf dem Weg zum Ziel möglichst wenig Gewebe schädigt, die Muskulatur wenig schädigt, die Weichteile wenig schädigt, dass man auch tragende Strukturen der Skelettanteile wenig schädigt und auch die Gelenke erhält. Das hat zum einen den Vorteil, dass es in Bezug auf die Mechanik dann nach der Operation in dem Hinblick keine Probleme geben sollte und dass andererseits es auch weniger zu Vernarbungen kommt. Auch bei Petra Zürn kommt ein minimalinvasives Verfahren zum Einsatz. Über einen Hautschnitt bringt Dr. Werle ein Röhrchen ein und entfernt so mit verschiedenen Instrumenten den Bandscheibenvorfall. Bei Erkrankungen an der Brustwirbelsäule kann Dr. Werle mittels endoskopischem Verfahren zum Beispiel auch einzelne Wirbelkörper entfernen und durch Implantate ersetzen. Personen mit Bandscheibenveränderungen machen allerdings den Großteil der Patienten aus. Bandscheibenvorfälle, Bandscheibenvorwölbungen, Gelenkveränderungen, Bandscheibenveränderungen, die dann zu einerseits zu Instabilitäten führen können, also dass die Segmente in ihrer Stabilität beeinträchtigt sind oder andererseits auch zu Deformitäten führen können. Und ein wichtiger Aspekt sind auch die Einengung des Spinalkanals, die dann durch degenerative Veränderungen entstehen. Nach ihrer Operation arbeitet Petra Zürn mit Physiotherapiestunden wieder auf den Belastungsaufbau hin. Inzwischen ist sie komplett schmerzfrei und kann wieder problemlos Sport treiben. Es zwickt mal hin und wieder mal ein kleines bisschen, wenn ich es übertreibe. Aber ich kann Skifahren, ich kann Inline, ich kann Radfahren, Joggen gehen, ich kann wieder alles machen. Und das hätte sie sich vor ein paar Monaten wohl kaum vorstellen können. Ihr schmerzfreies Leben genießt Petra Zürn jetzt wieder in vollen Zügen. Egal ob auf Inlineskates oder dem Trampolin. Ihr Rücken macht der Hobbysportlerin dank der Operation jetzt keinen Strich mehr durch die Rechnung.